In diesem Video geht es um drei Spieler, die sich durch einen Foul zum Hassobjekt des Gegners machte. Los geht's! Nummer 1. André Almeida. In der 61. Minute tunnelte er nämlich zuerst Petretta, der hielt ihn anfangs am Trikot zurück, was allerdings nicht gepfiffen wurde. Als Petretta dann den Ball wegschlug, griff Almeida zum Foul und grätschte dem Champions League-Debütanten voll in die Beine. Die FIFA entschied dann, eine 3-Spielsperre für Almeida einzurichten. Auch wenn ich am Anfang etwas von Fouls und Schwalben gesagt habe, gehört dieser Stürmer auf jeden Fall in die Kategorie gehasst. Und zwar Juventus-Stürmer Gonzalo Higuain. Der Argentinier wechselte nämlich vor einem Jahr vom SSC Neapel zu Juventus Turin, was ihm so ziemlich jeder Napoli-Fan übel nahm. Denn in der Saison 2015-16 schoss er für die Süditaliener ganze 36 Tore und wechselte dann doch und vor allem noch zum größten Rivalen vom SSC Neapel. Zusammen mit Dybala und Mandzukic schießt er die Tore für die alte Dame nun. Timo Werner. Der Stürmer von RB Leipzig machte sich vor gut einem Jahr zum gehasstesten Gegenspieler der Schalker. Als er auf das Tor von Fährmann rannte, ließ er sich im Strafraum ohne Fremdeinwirkung fallen und es gab Elfmeter für Leipzig, den Werner souverän verwandelte. Bei den Schalkern ist er seitdem ein Dorn im Auge und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Das war die Top 3.